Also wirklich überraschend kommt es nicht mehr. Es hatte sich eigentlich angedeutet, seit Julian Nagelsmanns Auftritt im Sportstudio, wo das ein Comeback von Kroos ja schon als interessanten Gedanken dargestellt hatte. Eingeleitet hatte das Toni Rüdiger ein bisschen, der Teamkollege von Toni Kroos, der mehrfach öffentlich geäußert hatte, dass er gar nicht versteht, warum er den Toni Kroos nicht zum Comeback bewegt. Er würde jeden Tag mit dem zusammenarbeiten, bis er einer der besten, wenn nicht der beste deutsche Mittelfeldspieler, und den müsse man unbedingt zurückholen. Und das hätte Rüdiger damals bestimmt nicht so offensiv geschildert, wenn er nicht schon irgendwo das Gefühl gehabt hätte, dass, wenn man Toni Kroos fragt, das dann auch auf fruchtbaren Boden fallen würde. So war es jetzt auch. Ich hatte Toni Rüdiger vor 2 Wochen in Madrid getroffen zum Interview. Da klang er schon sehr zuversichtlich, ohne was sagen zu wollen. Also von daher ist es nicht mehr überraschend, dass Toni Kroos sich dann nun doch entschieden hat, wieder zurückzukommen. Naja, zunächst einmal kann es einer Mannschaft nicht schaden, wenn sie zusätzliche Qualität bekommt. Und Toni Kroos verkörpert natürlich Qualität. Er ist eine Passmaschine, er ist einer, der sich nie aus der Ruhe bringen lässt, der ein Spiel lesen kann und der ein Spiel auch prägen kann. Das hat er, glaube ich, jetzt 10 Jahre bei Real Madrid gemacht. Aber er steht nicht für schnelles Umschaltspiel hin und her, wo er ständig in irgendwelchen Zweikämpfen im Mittelfeld verwickelt wird. Das ist nicht sein Spiel, und wenn man ihn zurückholt, muss man das Spiel natürlich dann auch ein bisschen auf Toni Kroos ausrichten. Man muss ehrlich sagen, dass ich das Mittelfeldzentrum in der deutschen Nationalmannschaft in den letzten Monaten, fast schon Jahre, eigentlich nie eine Idealbesetzung gegeben hat. Das war immer irgendwo eine Kombination, die nicht zusammengepasst hat. Und da wird Toni Kroos natürlich jetzt, ich gehe mal davon aus, dass Julian Nagelsmann weiterhin mit einer Doppel-Sechs spielen wird, dann hat er einen Fixplatz. Für andere Spieler wird das jetzt Konsequenzen haben. Ob Kimmich tatsächlich weiterhin als Sechser gilt, wage ich mal zu bezweifeln, weil ich glaube, Kimmich und Kroos passen nicht zusammen. Kroos braucht dann neben sich schon einen robusten Zweikämpfer, der ihm auch den Rücken frei hält, der die Dinge, die Defensiv-Zweikämpfe macht und sucht. Ob Goretzka das ist, weiß ich nicht. Goretzka ist aber momentan sowieso nicht in der Form, dass man ihn unbedingt aufstellen müsste. Bei Gündogan wird es sicherlich Konsequenzen haben, der bisher auf der Sechs gespielt hat, beim Länderspiel gegen Österreich zusammen mit Goretzka. Kann ich mir gut vorstellen, dass der ein Stück weiter nach vorn rückt, eher in eine Zehnerposition. Damit hat man natürlich schon eine Achse, angefangen hinten Neuer, Rüdiger in der Abwehr, dann Kroos auf der 6, Gündogan auf der 10. Da hat man natürlich schon eine Achse, die mit routinierten Spielern. Die Zeit ist knapp bis zur EM, aber ich will jetzt nicht ausschließen, dass es dann doch noch was werden kann.